Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Conny und der Dino-Knochen. Ich lese gleich vor, worum es im Ungefähren geht. Aber erstmal vorweg, ich werde hiernach noch das nächste Buch machen. Dann sind wir nämlich bei 15 von den Conny-Büchern. Aber dann werde ich erstmal eine Pause machen, was Conny-Bücher angeht. Auf unbestimmte Zeit, weil ich habe das Gefühl, dass das Interesse nicht so wirklich da ist und diese Conny-Bücher tun auf Dauer meiner Psyche nicht sonderlich gut. Aber jetzt mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Nur mal was Kurzes vorweg. Conny macht auf Papas Baustelle eine seltsame Entdeckung. Ein geheimnisvolles Fossil hat offenbar nur darauf gewartet, von ihr gefunden zu werden. Und ein Knochen kommt selten allein. Wer hätte gedacht, dass die Dinosaurier mitten unter uns sind? Im Naturkundemuseum beginnt für Conny ein neues, echtes Abenteuer. Auf jeden Fall ist es so, dass am Anfang des Buchs Connys Vater eine Überraschungsliste hat und hier. Und die Überraschung ist, dass Conny und Jakob und die Mutter und den Vater gemeinsam eine Baustelle besichtigen. Und da ist es dann so, dass Conny auf der Fahrt dreht, ob sie zum Schwimmbad fahren und zum Wald oder zum Wildgehege. Und dann ist es so, da, eine Baustelle, ruft Jakob plötzlich. Conny rollt mit den Augen. Der Mama seinen Baustellen. Genau da wollen wir hin, sagt Papa und setzt den Blinker. Was, auf eine Baustelle? Conny stöhnt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dafür diese ganze Heimlichtuerei. Papa packt neben einem Bauwagen. Heute wird hier nicht gearbeitet. Da können wir uns einmal in Ruhe umgucken. Na, wie findet ihr das? Toll, brüllt Jakob und kommt vor lauter Aufregung ganz rote Wangen. Die werden noch röter als wegen irgendwelchen Vorschriften alle einen Helm aufsetzen müssen. Echte Bauarbeiterhelme, Jakob ist ganz aus dem Häuschen. Wenigstens einer freut sich, brummt Conny missmutig und stapft hinter ihrem Vater her, der ihnen lang und breit erklärt, wie hier eine neue Straße entsteht. Conny seufzt, sie könnte sich wirklich etwas Besseres vorstellen. Warum besuchen Sie nicht einen Reiterhof? Die blöden Maschinen, die hier rumstehen, interessieren Sie doch gar nicht. Und da finde ich, könnte Conny durchaus, weil sie ja schon gemeint hat, dass sie gerne Detektivin werden will, sich mal mehr für andere Sachen interessieren. Weil als Detektivin ist sowas auch durchaus mal nützlich zu wissen. Und was hier auch noch gut wäre, wenn sie mal aufhören würden, immer diese Klischees zu bedienen. Jungs mögen Baustellen, aber Mädchen nicht. Mich würde zwar eine stillstehende Baustelle nicht unbedingt so interessieren, aber ich würde durchaus gerne mal versuchen, das ein oder andere Baustellengerät selbst zu fahren. Das würde mir durchaus Spaß machen. Auf jeden Fall ist es so, dass Conny dann gelangweilt auf der Baustelle umhergeht und einen Knochen findet. Und diesen Knochen gibt er sofort. Er nimmt sie sofort mit und zeigt sie ihrer Mutter. Und sie guckt sich den Knochen dann an. Und was ist dann? Sie gehen mit dem Knochen ins Naturkundemuseum, damit diese dann herausfinden, was für ein Knochen das ist. Und natürlich ist es ein Dino-Knochen, weswegen die Baustelle da dann stillgelegt werden muss, weil die Archäologen buddeln wollen. Und natürlich ist es auch so, dass zeitgleich in der Schule dann das Thema Dinos ganz hoch im Kurs ist. Da hätte ich übrigens mal eine Frage. Was ist eigentlich eure Lieblings-Dino-Serie gewesen, als ihr Kinder wart? Meine war ja ein Land für unsere Zeit, aber da gab es ja noch Henry und ein Eimer voller Dinos. Dann noch irgendwie so eine
ganz komische Serie, mit der ich nichts anfangen konnte. Und zwar, wo Dinos irgendwie gleichzeitig auch Baustellengeräte waren. Keine Ahnung, wie die heißt, aber ich konnte damit nie wirklich was anfangen. Und dann gab es noch so eine Dino-Serie, wo es auch gleichzeitig Menschen gab. Bei Arlo und Spot gab es auch noch. Auf jeden Fall ist es hier ziemlich so, dass es ziemlich viele Dino-Serien gibt, aber mein Favorite bleibt für immer ein Land vor unserer Zeit. Ja, Jurassic Park gibt es ja auch noch, aber damit konnte ich auch nie so wirklich warm werden. Ich mag ein Land vor unserer Zeit noch immer am liebsten. Und wenn es dafür mal ein Switch-Spiel geben würde, würde ich das auch mir holen und spielen. Das könnte ich mir dann spaßig vorstellen. Ich glaube, für die PlayStation 1 gab es mal ein Land vor unserer Zeit Spiel. Aber das ist mittlerweile schon zu lange her. Da könnten sie mal was Neues rausbringen. Und ich muss gerade niesen. Und gaming gleichzeitig. Das ist ja nicht so gut. Und was ich auch cool finde zum Thema Dinos noch, dass es so viele Dinos auf Wile E. Coyote gab, eher als Zoan-Früchte. Und bei Pokémon gibt es ja auch einige Fossilien und antike Pokémon, die auf Dinos basieren. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Dann ist es so, dass Connys Mutter am nächsten Morgen schlecht ist und ihr richtig übel ist. Nachdem sie bei Billy, deren Eltern im Restaurant Pizza essen waren. Und da ist es so, dass Conny denkt, dass Billys Eltern, die absichtlich ihrer Mutter giftige Pilze angeblich auf die Pizza gelegt haben, und sie beschuldigt Billy sofort und ist sauer auf sie, anstatt dass sie mal abwartet. Und auch, dass sie direkt wegen ein bisschen Bauchweh ins Krankenhaus muss. Das ist durchaus seltsam. Und da kommt es natürlich raus, dass es der Blinddarm ist. Und der musste operiert werden, auch wenn ich es persönlich damals besser gefunden hätte, wenn Conny beispielsweise nochmal mit sowas ins Krankenhaus müsste. Oder wenn es mal so wäre, dass einer von den drei, die immer zusammenhängen, deswegen im Krankenhaus landen würde, wegen einer Blinddarm-OP. Dass es die mal richtig betrifft. Oder dass sie mal eine Mandel-OP machen müssen oder so. Auf jeden Fall ist es so, dass sie am Sonntag die Mutter dann im Krankenhaus besuchen, weil sie scheinbar eine ganze Woche deswegen im Krankenhaus lag. Auch wenn heutzutage, soweit ich weiß, ja Blinddarmoperationen eigentlich minimalinvasiv sind. Und da ist es dann so, dass Conny und Papa und Jakob nochmal die Baustelle besuchen gehen und gucken, wie weit die Archäologen sind. Und ohne nachzudenken, schnappt sich Conny dort einen kleinen Knochen und lässt ihn in die Jackentasche gleiten. Der ist für Mama, die freut sich bestimmt darüber. Und sie will ernsthaft ihrer Mutter einen Dino-Knochen schenken, ohne vorher gefragt zu haben, ob sie das darf. Obwohl sie sonst immer mit so einem extrem hohen moralischen Kompass und alles Mögliche dargestellt wird. Aber sowas macht sie dann ohne zu zögern, und das ist nicht der erste Diebstahl. Beispielsweise später bei Conny löst einen kniffligen Fall, oder Conny und die Detektive, bei einem dieser Bücher ist es so, dass sie dort dann ein Bild stiehlt aus dem Haus eines Nachbarns, und da hat sie dann auch schon mal Kaulquappen einfach aus einem Teich gestohlen. Also sie hat schon recht viel gestohlen, und sie hat
für diese Diebstähle noch nie vernünftige Grenzen gesetzt bekommen und ihr wurde noch nie richtig mal die Leviten gelesen und ihr gesagt, dass Diebstahl böse ist. Das wird hier immer unter den Tisch gekehrt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe das gerade mal gelesen, was hier steht. Und da sind dann, glaube ich, ein, zwei Wochen vergangen und Conny ist noch immer sauer auf Billy und sie hat sich noch immer nicht dafür entschuldigt, dafür, dass sie Billy falsche Vorwürfe gemacht hat. Und stattdessen, dass sie sich dann selbst für ihr Verhalten bei Billy richtig entschuldigt, verlangt sie, dass Billy sich bei ihr entschuldigt, obwohl Billy nichts falsch gemacht hat. Also, wenn man das mal ein bisschen vereinfacht darstellen will. Ich trete einer Person auf den Fuß. Und ich würde dann von der Person, der ich auf den Fuß getreten bin, noch fordern, dass sie sich bei mir entschuldigt. Um das ganz einfach mal zu sagen, wie sinnlos das ist. Nein, ich müsste mich in diesem Fall dann entschuldigen dafür, dass ich der Person auf den Fuß getreten bin. Und dann ist es so, dass Conny dann langsam ein schlechtes Gewissen bekommt wegen dem Dino-Knochen und so hat. Und deswegen ist es dann so, dass er mit Anna drüber spricht und Anna meint dann mal einen vernünftigen Vorschlag, sie muss den Knochen zurückgeben. Aber wie es ist, Niki klaut den Knochen und sie müssen den Knochen suchen. Niki ist hier ein Hund. Und dann versucht sie, den Knochen heimlich zurückzugeben, als sie mit der Klasse dann auf der Ausgrabungsstelle waren. Und das ist alles so nervig geschrieben, man hätte da echt wieder ein besseres Buch draus machen können, ohne Streit und ohne den Diebstahl. Und dann ist es so, dass Conny Billy noch erzählt, was passiert ist. Und sie dann da den Rat bekommt, dass der Frau Stern den Knochen direkt zurückgeben soll. Und was ist? Da hat auch in der Nacht noch ein Albtraum von einem Dinosaurier, der seinen Knochen bei sich sucht. Ziemlich abgekupfert von nachts im Museum. Und wenige Minuten bevor sie dann zum Museum fahren, ist es so, dass sie den Knochen einpacken will, aber sie erschreckt sich und lässt den Knochen deswegen fallen und der wird in zwei Teile gebrochen. Dann spulen wir jetzt mal zum Ende zu und zwar, ich hätte. Da ist es so. Frau Stern wird blass. Hast du ihn dabei? Fragt sie und ihre Stimme zittert ein bisschen. Vorsichtig holt Conny die kleine Schachtel aus ihrer Tasche und reicht sie der Wissenschaftlerin. In Watte eingebettet liegt doch der zerbrochene Knochen. Einmal mittendurch, das geht ja noch. Frau Stern ist sichtbar erleichtert. Das kriegen wir wieder hin. Echt, Conny atmet erleichtert auf. Das passiert uns manchmal auch, dass etwas zerbricht, erklärt Frau Stern. Vor allem, wenn wir die Knochen aus einem Stein heraus reparieren. Ich hätte ihn erst gar nicht mitnehmen dürfen, murmelt Conny entschuldigend. Ich habe gar nicht richtig nachgedacht und dann, Conny schluckt. Als ich gemerkt habe, wie schlimm das war, habe ich mich einfach nicht mehr getraut. Aber jetzt hast du dich getraut, sagt Dr. Sternfreund. Conny nickt. Sie hat noch etwas auf dem Herzen. Aber dass der Dino nach mir genannt werden soll, das geht nicht, sagt sie schnell. Nicht nachdem ich den Knochen geklaut habe. Natürlich geht das, sagt Frau Dr. Stern. Bestimmt. Überleg doch mal, ohne dich hätten wir die neue Dinosaurierart nie entdeckt und du hast es ja nicht böse gemeint, als du den Knochen mitgenommen hast. Und das ist so Schrott, dass Conny
dann noch den Dino nach sich benennen darf und dass er natürlich eine neue Dino-Art entdeckt hat. Und was ich hier auch schlecht finde, ist, dass mal wieder die Eltern nichts davon mitbekommen. Da wäre es gut gewesen, wenn sie auch mal mit den Eltern gesprochen hätte, dass die Eltern auch mal mit Conny über so ein Thema sprechen würden. Aber das war's jetzt. Und das hier ist jetzt erstmal das vorletzte Buch. Und tschüss. Weil vielleicht hat man an der Qualität dieses Videos schon gemerkt, ich bin so langsam, was Conny-Bücher angeht, einfach nur noch durch.